Ich glaube, wir haben heute Lust auf Fußball. Am Mikrofon Manni Beugmann und Frank Buschmann. Und ich weiß, wir haben Lust auf Fußball, Manni. Auf geht's! Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, das ist völlig offen hier. Das war der Anpfiff, die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Mauri. Und der kommt genau an. Sieht. Geht er rein? Der erste Treffer ist gefallen. Wir freuen uns schon auf den nächsten. Die Fans von Lazio freuen sich. Ihre Mannschaft liegt jetzt in Führung. Ganz sicher vom Keeper. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Das ist es! Da springt er wie ein Springbock. Und die Grätsche geht ins Leere. Kann er sich den Ball holen? Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Und nun Christian Gentner. Das ist vorbei, der Konter. Was willst du machen? Jetzt zieht er ab! Tor abgeblockt. Und der ist alleine durch. Super Pass. Da ist nichts draus geworden aus der Einzelaktion. Der Gegner ist erleichtert. Er versucht den Ball abzugrätschen. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Das war ein schöner Versuch. Er ist für seine Distanzschüsse bekannt, das wissen wir. Und wenn sie ihm den Raum lassen, dann wird er das früher oder später ausnutzen. Da bin ich mir ganz sicher. Absolut. Und da müssen sie natürlich dichter am Mann sein. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Gute Ballannahme. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Keine Anspielstation. Der schiebt. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Dieser Schuss, liebe Fußball. Ja, entscheidet auf Einwurf. Und nun Traoré. Aggressives Tackling. Es ist nicht mehr lang zu spielen. Es gibt noch mal Freistoß. Und er sieht er gelb. Zu Recht. Hauchdünn, hauchzart. 1:0 ist das Schlussergebnis.